Herzlich willkommen. Mein Name ist Bedo, der einzig wahre Moderator. In diesem Format dreht sich alles um das freie Sprechen und wie ihr richtig moderiert bzw. ein richtiges Gespräch führt. Heute dreht sich alles um das erste Date. Herzlich willkommen bei Baba Lektion. Wie fängt das erste Date richtig an? Ein richtiges Date fängt damit an, dass ihr eure Liebsten abholt. Egal ob von zu Hause, von der Bushaltestelle oder von der Bahn. Ein Gentleman muss ein Gentleman sein. Das Wichtige beim ersten Gespräch ist, ihr müsst selbstbewusst sein. Seid stark, seid tough und gebt eurem Gegenüber das Gefühl, dass ihr wisst, was ihr tut. Selbstbewusstsein ist bei einem Gespräch das A und O. Wenn ihr schüchtern sein solltet, dann holt euch euer Selbstbewusstsein gerne ab. Bei Freunden, bei Familie, geht öfter zum Sport. Trainiert euch einfach das Selbstbewusstsein ein. Holt euer Selbstbewusstsein auch gerne im Spiegel ab. Hört sich zwar komisch an, ist aber möglich. Unterhaltet euch mit euch selbst. Man kann euch für verrückt erklären, ist aber nicht so. Auch so kann man sein Selbstbewusstsein stärken. Zieht euch richtig an. Gebt euch die richtige Haltung und zeigt eurem Gegenüber, dass ihr wisst, was ihr wollt. Worüber unterhalten wir uns bei unserem ersten Date? Beim ersten Date unterhalten wir uns über leichte Themen. Redet über Hobbys, redet über Sport, Kultur, Kinofilme. Das war's eigentlich. Unterhaltet euch über Bücher, über Kultur, über Gott und die Welt und man findet auch einen schnelleren Draht zueinander. Worüber man sich beim ersten Date nicht unterhalten sollte. Absolute No-Gos beim ersten Date sind zu viel Privatleben, Ex-Freunde, Familie, niemals über Geld sprechen. Und ein absolutes No-Go ist sehr oft beim ersten Date Politik und Religion. Geht gar nicht. Dies sind meine besonderen Tipps und Tricks für das erste Date zum freien Sprechen. Meine besten Tipps und Tricks für das erste Date sind: Vorbereitung ist das A und O. Auch hier könnt ihr euch natürlich schon ein paar Fragen aufschreiben. Wenn du zum Beispiel weißt, in welches Restaurant du gehst, dann kannst du dich darauf vorbereiten. Vielleicht kennst du dein Date sogar schon etwas länger. Auch hier hast du die Möglichkeit, dich auf sie vorzubereiten. Nichts ist schlimmer als Stille an einem Tisch. Ein absolutes weiteres No-Go, was mir einfällt, niemals das Handy in die Hand nehmen. Für den perfekten Abend gilt nur ein Gespräch unter zwei Menschen. Das Handy gerne beiseite lassen. Sehr wichtig, sei beim freien Sprechen immer höflich und zuvorkommend. Lass dein Gegenüber aussprechen. Lasse dich auf sie ein und lasse auch hin und wieder es zu, dass sie das Gespräch führt. Das entlastet auch dich. Beim ersten Date kommt es darauf an, wie sich dein Gegenüber fühlt. Möchtest du, dass dein Gegenüber sich wohlfühlt und du dich auch, stelle niemals Fragen, die man auch dir nicht stellen sollte. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Manchmal muss man auch nur den Moment genießen und Fragen entspannt stellen. Redet über den Moment, nicht zu sehr über die Geschichte. Ein richtiges Gespräch bedeutet auch mal vielleicht ein erstes kurzes Date zu haben. Die Situation wird schon entscheiden, ob es weitergeht an dem Abend oder auch nicht. Manchmal kann auch ein kurzes Date ein gelungenes Date sein. Nur weil es ein kurzes Date ist, heißt es nicht, dass es ein schlechtes ist. Der Abschied. Beim Abschied vom ersten Date gibt es eigentlich nur eine letzte goldene Regel. Der Mann zahlt die Rechnung. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da wird die Rechnung nicht geteilt und es heißt nicht, ich übernehme den Rest. Der Mann zahlt, Punkt. Keine weiteren Diskussionen. Und es gehört sich auch noch dazu, dass man der Dame ins Auto hilft, sie nach Hause fährt und auf cool und lässig einfach den Abend beendet. Und damit seid ihr auf der Siegerstraße. Das war's mit der Baba-Lektion zum Thema Dating. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert diesen Channel und wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare, worüber wir uns in den nächsten Tagen mit euch auseinandersetzen und unterhalten. Danke für die Aufmerksamkeit und bleibt stabil bei der Baba-Lektion.